Hallo ihr Lieben, Kuchen zum Frühstück wird euch wahrscheinlich niemand empfehlen, außer es handelt sich um einen Auflauf dieser Art. Wir brauchen Haferflocken und zwar feine und grobe, Leinsamen, Zimt und Vanille, Ahornsirup, alternativ könnt ihr auch Honig verwenden, Erdnussbutter und Backpulver, eine klein geschnittene Nektarine und Banane und Hafermilch. Im ersten Schritt kommen alle trockenen Zutaten in eine Rührschüssel, also die groben und feinen Haferflocken, Zimt und Vanille, Backpulver und die Leinsamen. Es folgen die feuchten Zutaten, also die Milch, Erdnussbutter und Ahornsirup. Einmal kräftig umrühren, Obst hinzufügen und die Mischung ca. 10 Minuten stehen lassen, damit sie ein wenig aufquellt. Nach dieser Zeit sieht sie so aus, sie ist also ein bisschen dickflüssiger und jetzt könnt ihr schon mal die Form befetten. Meine hat diese Größe, wenn ihr eine größere verwendet, dann braucht ihr 1-2 Minuten weniger Backzeit, wenn sie kleiner ist natürlich mehr. Einmal glatt streichen und das Ganze braucht dann im Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ungefähr 20-25 Minuten. Solange der Auflauf noch lauwarm ist, beträufle ich ihn gerne mit Nussmus, zum Beispiel Mandel, und belege ihn mit frischem Obst. Immer wenn ich diesen Auflauf zubereite, duftet meine Küche so schön nach Nektarinen, Bananen, Zimt, dieser Duft ist einfach herrlich. Wenn ihr neben meinen anderen gesunden Frühstücksrezepten wie Porridge, Granola oder Shakes noch ein bisschen Auswahl benötigt, dann kann ich euch diesen Auflauf echt empfehlen, denn ihr könnt ihn auch gerne am Vorabend zubereiten und dann am nächsten Tag in der Früh einfach aufwärmen. Außerdem ist er, wie man an den Zutaten sieht, vegan und ihr könnt natürlich mit den Obstsorten experimentieren und das verwenden, was euch am besten schmeckt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und auch nicht vergesst, das Glöckchen zu drücken, damit ihr eine Benachrichtigung zu meinen kommenden Videos bekommt.